Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.838, Sanktionsverschärfungen im SGB II verhindern. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die antragstellende Fraktion der Piraten Herr Kollege Sommer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne, ein paar sind noch da, das ist schön, und natürlich im Livestream. Das Repressionsgesetz Hartz IV muss weg. Das erstmal grundsätzlich vorweg. Es erfüllt seinen Zweck nicht. Menschen werden durch dieses System nicht in Arbeit gebracht, sondern, oder es wird ihnen auch nicht geholfen, sondern ganz im Gegenteil. Dieses System übt einen unmenschlichen Druck aus auf die Menschen, sowohl vor wie hinter dem Schreibtisch. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Wie bekannte Studien zeigen, führt eine Verstärkung von Sanktionen übrigens nicht mehr Menschen in dauerhafte Arbeitsverhältnisse. Ganz im Gegenteil. Gemäß einer Schätzung des IAB-Forschungsberichts aus dem Jahr 2013 liegt die Zahl der ALG-II-Bezieher mit psychischen Beeinträchtigungen zwischen 30 und 50%. Diese Sanktionen helfen also nicht, Menschen in Arbeit zu bringen. Sie machen viele Menschen krank. Viele sind schon vorher krank, aber viele werden auch erst durch diese Sanktionsgesetze krank gemacht. Und das mit Menschen, die Hilfe aus der Gesellschaft erwarten und nicht die Zunahme von Druck und Repression. Das ist eigentlich allen Menschen, die sich mit diesem System beschäftigen müssen, bekannt. Was macht die Bundesregierung und auch die Agentur für Arbeit? Sie verschärft noch Sanktionen. In dieser Sommerpause hat sich die Agentur für Arbeit nicht nehmen lassen, Hilfsbedürftige noch mehr zu kriminalisieren und darauf hingewiesen, in einer fachlichen Weisung, dass vermehrt von Ersatzansprüchen geltend zu machen, Diese Ersatzansprüche werden von den Betroffenen als Sanktionen hoch 2 empfunden. Dementsprechend schreiben wir in unserem Antrag auch konsequent von Sanktionen und nicht von diesen Ersatzansprüchen. Diese Ersatzansprüche bzw. Sanktionen stehen im offensichtlichen Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung. Und auch die Neufassung des § 34 Absatz 1 SGB II als Herbeiführung im Sinne des Satzes 1 gilt auch, wenn die Hilfsbedürftigkeit erhöht, aufrechterhalten oder nicht verringert wurde, wird daran nicht grundlegend was ändern. Denn wie die BA übrigens in derselben Weisung schreibt, in der sie jetzt mehr Ersatzansprüche fordert, die Ersatzpflicht nach § 34 ist auf begründete und eng zu fassende Ausnahmefälle zu begrenzen. Und genau darauf beziehen sich die Bundessozialgerichtsentscheidungen der Vergangenheit. Es gibt also wieder mal mehr Rechtsunsicherheit und wieder mal mehr muss beim Bundessozialgericht geklagt werden. Ähnlich argumentiert übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Und wenn ich mir die einzelnen Fälle mal anschaue, die es bis jetzt gab, da wird immer davon ausgegangen im Bundessozialgericht, nur dann, wenn jemand absichtlich herbeiführt, dass er Sozialleistungen beziehen darf anschließend durch eine Tätigkeit, durch einen Wegfall einer Tätigkeit, durch eine kriminelle Handlung, nur dann darf ich von sozialwidrigem Verhalten ausgehen. Aber sollte jetzt jemand, ich hatte es eben schon genannt, aus Krankheitsgründen, beispielsweise er ist alkoholkrank, seine Arbeit verlieren, weil er halt zum Beispiel Kraftfahrer war. Das ist ein Beispiel, was übrigens in der Weisung genannt wird, in der fachlichen Weisung. Und daher seine Arbeit verlieren, dann ist das kein sozialwidriges Verhalten, sondern das ist einfach krankheitsbedingt, weil er folgt damit einer Krankheit. Der Mann braucht Hilfe, der braucht nicht zusätzliche Sanktionen oder der Mensch, kann ja auch eine Frau sein. An der Stelle macht es keinen Sinn, jetzt zu versuchen, tatsächlich noch mehr Sanktionsdruck auszuüben und diese Ersatzansprüche geltend zu machen. Weil bei diesem Menschen ging es gar nicht darum, dass er sich Leistungen erschleichen wollte, sondern es ist ein Verhalten, was der Mensch eventuell gar nicht steuern kann. Entsprechend wird den Menschen hier noch weniger geholfen, es werden noch mehr Sanktionen aufgebaut werden und noch mehr Repressionen. Und dieses Sanktions- und Repressionssystem hilft, wie gesagt, niemand. Es muss weg. Und jedwede Verschärfung muss unterbleiben, egal ob es sich um Sanktionen im engeren Sinne oder um Ersatzansprüche dementsprechend handelt. Und deshalb bitte ich Sie, unserem Antrag hier direkt zuzustimmen, weil das ist eine eindeutige Angelegenheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt
Frau Kollegin Waden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, würde ich sagen, aber es sind wenige noch vertreten. Lieber Thorsten Sommer, ich bin zunächst erstmal sehr dankbar, dass jetzt in der Argumentation zum Antrag doch noch ein bisschen mehr so Input kam. Denn als ich den Antrag gelesen habe, war ich schon ein bisschen überrascht. Wir kennen uns ja aus verschiedener Ausschussarbeit und da habe ich ehrlich gesagt schon gründlicher recherchierte und begründete Anträge aus eurer Fraktion gesehen. Und ich habe mich gefragt, wie man ein so wichtiges Thema wie Sanktionen im SGB II in aus meiner Sicht spärliche 31 Zeilen einschließlich Beschlussvorschlag packen kann. Aber wie gesagt, jetzt kam mir gerade noch ein bisschen Butter bei die Fische. Denn der erste Antrag, den ich jetzt hier hatte, da habt ihr auf Medienberichte Bezug genommen und Medienberichte zitiert. Und da habe ich mich gefragt, ist jetzt der Medienbericht der Auslöser für einen Antrag? Denn das wäre ja eine Annahme. Ich hätte jetzt erwartet, dass zumindest mal kommt, das ist der Erlass der BA von und der hat den und den Inhalt, genau das, was jetzt gerade gekommen ist. Denn es ist der Erlass vom 20.07.2016, der von der Bundesagentur für Arbeit an die Jobcenter gegangen ist. Nun habe ich mir die Frage gestellt, was wir als Landtag NRW jetzt tun könnten. Denn die Frage der Rechtmäßigkeit eines Erlasses der Bundesagentur unterliegt nicht unserer rechtlichen Bewertung. Das könnte, wenn überhaupt, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Aufsicht beispielsweise machen. Und wir sind hier der Landesgesetzgeber und wir haben hier eben die bundesgesetzlichen Regelungen. Und ich sehe auch nicht, wie wir da in einem Verfahren des Bundesrates tätig werden könnten, weil es wirklich eine Frage der Aufsicht zwischen Bund und Bundesbehörde ist. Und aus meiner Sicht könnte, wenn überhaupt, nur das Bundesministerium einen Einfluss nehmen auf diese Weisung, sofern das Bundesministerium der Auffassung wäre, die Weisung sei rechtlich nicht haltbar. Das kann ich aber im Moment nicht einschätzen, aber ich möchte gerne meine eigene inhaltliche Einschätzung hier zum Vortrag noch bringen. Denn in dem Antrag werden dort einige Grundsätze aus dem Sozialleistungsbereich erwähnt, aber nach meiner Einschätzung fehlt der Gesamtkontext zum Grundgesetz, nämlich zu den Artikeln 20 und 28, in dem hier unser Sozialstaatsprinzip verankert ist. Und zum Sozialstaatsprinzip gehört ein dreistufiges Sozialpflichtigkeitsprinzip, was genau abstuft, wer wann in welcher Form hilfeleistungspflichtig ist. Und so definiert zum Beispiel der § 9 im SGB I im allgemeinen Teil, aber auch die § 1 und 2 im SGB II Aufgabeziel der Sozialhilfe bzw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Aber damit verbunden ist auch die Verpflichtung der Leistungsbeziehenden, ich bin Rheinländer, ne, da kommt manchmal so ein bisschen Schwung rein, der Leistungsbeziehenden, also jetzt reicht es langsam, nach ihren Kräften mitzuwirken, bevor die Solidargemeinschaft eintritt. Und diese wesentlichen dem Subsidiaritätsprinzip folgenden Grundsätze, die lassen Sie aus meiner Sicht unbeachtet. Aber genau diese Mitwirkungspflichten einzufordern, ist oft mühsamer Alltag in den Jobcentern und Sozialämtern. Und deren Alltag kenne ich aus eigener Anschauung mit langjähriger beruflicher Erfahrung in diesem Bereich nur zu Genüge. Und ich weiß, wie belasten diese Situationen auf beiden Seiten des Schreibtisches, da stimmen wir wieder überein, empfunden werden. Das beruht aber auch häufig darauf, dass die Sanktionsmöglichkeiten, die in den Gesetzen vorhanden sind, nicht geeignet sind für die Anwendung vor Ort. Und das war auch der Grund, warum wir als SPD gesagt haben, wir möchten gerne bei den Sanktionen im 9. SGB II Änderungsgesetz zum Beispiel die Gleichbehandlung jüngerer und älterer Arbeitssuchender verankert sehen. Und wir möchten auch zum Verzicht auf Sanktionierung und in den Kosten der Unterkunft möchten wir gerne verzichten. Leider haben wir uns bis dahin nicht durchsetzen können, aber wir werden an diesen Dingen weiter festhalten. Bevor ich jetzt ende, und es wundert nicht, wenn wir nicht zustimmen werden, ich hätte gerne noch ein bisschen im Ausschuss diskutiert, aber das ist eben halt als Möglichkeit gerade nicht vorhanden. Dieser Begriff Repressionsmaschinerie Hartz IV, der ist mir schon ein bisschen unangenehm aufgestoßen. Einmal mag ich den Begriff Hartz IV für die Leistungsbezieher schon mal überhaupt nicht. Weil zu Peter Hartz kann man denken, was man will, aber er hat nicht gerade den besten Leumund. Und für mich ist es eine Sozialleistung, die in diesem Gesetz verankert ist. Aber es ist für mich auch, wenn dieses Gesetz vielleicht nicht immer jedem gefallen mag, ein wesentlicher Bestandteil unserer Sozialgesetzgebung. Und auf unsere Sozialgesetzgebung können wir ruhig ein bisschen stolz sein. Und es gibt eine Menge Menschen, die uns darum beneiden. Und das muss ich einfach an dieser Stelle auch noch mal gesagt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Waden. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Kerkhoff. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht
das erste Mal, dass wir uns hier mit diesem Thema der Sanktionen beschäftigen. Und die Piratenfraktion hat ja in dem Antrag aufgegriffen, eine aktuelle Berichterstattung, ohne die näher noch mal zu klassifizieren. Ich habe dann aber einfach mal nachgefragt, auch bei der Regionaldirektion. Und die haben mir gesagt, dass die in den Zeitungsberichten Anfang September, ich denke mal, darauf bezieht sich das ja irgendwo, angesprochenen Veränderungen, dass das keine Verschärfung irgendeiner Praxis ist, sondern dass das letztendlich nur noch mal das wiedergibt, was auch ohnehin schon vollzogen wurde. Denn in der Praxis wurde es in den Jobcentern schon immer genauso gehandhabt. Bis zum 1.8.2016 hatten die Jobcenter die Ersatzansprüche aus § 34 SGB II in den Durchführungsanweisungen genauso ausgelegt, wie es nun seit dem 1. August im Gesetz steht. Es ist also keine Neuerung, keine Verschärfung, kein knallhartes Durchgreifen, sondern seit Jahren gelebte Praxis. Und der Gesetzgeber hat dies aktuell in den gesetzlichen Rahmen gegossen. Und zur Vollständigkeit gehört auch noch der Hinweis, dass es sich hier auch gar nicht um Sanktionen handelt, sondern um Ersatzansprüche aufgrund von sozialwidrigem Verhalten. Und das ist nicht gleich Sanktion. Soweit erstmal das Technische. So, dann gibt es zu dieser Fallgestaltung nach meiner Erkenntnis keine statistischen Daten. Aber auf Nachfrage ebenfalls ist dann gesagt worden, dass die von ganz geringen Fallzahlen ausgeben, da eben in diesen Fällen auch der Nachweis eines solchen Verhaltens unglaublich schwierig oder kaum zu führen ist. So, das heißt also, wir haben es mit einer, wenn überhaupt, sehr überschaubaren Zahl zu tun. Jetzt ist es ja auch so, das ist ja auch dann nochmal eben zum Ausdruck gekommen, es geht Ihnen ja weniger jetzt um das spezielle Thema, sondern nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass das ganze System und so weiter ganz, ganz furchtbar und schlimm ist. Und dann kann ich auch nur nochmal aus unserer Sicht nochmal festhalten, dass wir es für richtig finden, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern zahlreiche und vielfältige Förderinstrumente zur Verfügung stehen, die mit Blick auf die individuelle Lage einsetzbar sind und dass das richtig ist, weil es eben den Arbeitslosen nicht gibt. Unterschiedliche Fallkonstellationen bedürfen auch unterschiedlichen Möglichkeiten. Und es ist richtig, dass zu den Möglichkeiten auch gehört, Sanktionen zu verhängen, wenn Leistungsempfänger Verpflichtungen nicht einhalten. Und diese Sanktionen haben den Zweck, eine Verhaltensänderung herbeizuführen, um sich an getroffene Regelvereinbarung zu halten. Und es ist auch klar, dass es bei diesen Sanktionen niemals um Schikane gehen darf. Und alles muss im Ergebnis darauf ausgerichtet sein, Hilfebedürftigkeit zu durchbrechen oder um salopp zu sagen, dass dieser Leistungsempfänger wieder in Arbeit an die Schippe kommt, sozusagen. So, und das Thema Sanktionen, das ist auch das, was mir bei Gesprächen, auch vor Ort mit Arbeitsagentur, mit Optionskommune, Jobcenter, auch wieder gespiegelt wird, ist das Sanktionsthema ein absolutes Randthema. Es ist auch in seiner Dimension überschätzt. Nur 2,7% der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in NRW werden mit einer Sanktion belegt. Und in den meisten Fällen gibt es also kein Problem, die eine Sanktion veranlassen. Und darüber hinaus sind es meistens dann Meldeversäumnisse, die Grundlage für Sanktionen gibt. So, und deshalb ist es richtig, dieses Thema Sanktionen nicht zu überhöhen. Ich will gleichwohl sagen, dass wir natürlich nicht wissen, wie die Lage wäre, wenn nicht die Sanktionen irgendwo auch als Möglichkeit im Raum stehen würden, wie dann das Verhalten und so weiter wäre. So, und dann muss man auch festhalten, dass Sanktionen ja grundsätzlich auch kein Schicksal ist, was vom Himmel fällt, sondern dass jeder Leistungsempfänger auch durch eigenes richtiges Handeln in der Lage ist, diese Situation zu vermeiden. Und ich und sicherlich auch die überragende Mehrheit der Steuer- und Beitragszahler haben, glaube ich, auch berechtigterweise die Erwartung, dass sich alle, die im SGB-II-System sind, an die Vereinbarungen halten, die getroffen worden sind, nicht mehr und nicht weniger. So, und dann gibt es im Übrigen auch keine Probleme mit Sanktionen. Und wir sollten vielleicht auch mal bei den Debatten und den ganzen Betroffenheiten über diejenigen, die davon betroffen sind, auch mal diejenigen in den Blick nehmen, die durch ihre tägliche Arbeit das Geld verdienen, was andere letztendlich bekommen. Vielen Dank, Herr Kollege Kerkhoff. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Grochowiak-Schmieding.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, Sie treten ja hier gerne im Hohen Hause so als Moralisten auf. Ja, Ihre Vorwürfe an alle Fraktionen, da würden Scheinanträge gestellt, sind zahlreich. Naja, wenn Sie denn meinen, willkommen im Club. Sehen Sie, wir können uns ja gerne über Hartz-IV-Bundesgesetzgebung hier unterhalten. Und selbstverständlich steht es Ihnen frei, einen Antrag nach dem anderen hier im Landtag zu stellen zu diesem Thema. Aber es wäre schon nett, wenn Sie sich wenigstens so viel Mühe geben würden, das sachlich und fachlich fundiert zu formulieren. Ihren heutigen Antrag unterschreiben Sie nämlich mit Sanktionsverschärfungen im SGB II verhindern, meinen aber offenbar damit Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten. Sie haben es ja eben erklärt, Herr Sommer, ich habe das wohl gehört, dass das für Sie gleichbedeutend ist. Aber im Gesetz wird es nun mal unterschieden und es gibt ja auch unterschiedliche Situationen, wo das eine oder das andere angewandt wird. Also, es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche Sachverhalte. Zugegebenermaßen sind sie oft gleichzeitig erfüllt. Wer sich weigert, sich auf eine Arbeitsstelle zu bewerben, muss mit einer Sanktion wegen Pflichtverletzung rechnen. Da aber wohl nicht nachweisbar sein wird, dass derjenige den Job auch wirklich bekommen hätte, ist hier Kausalität für die Schadensersatzforderung eher nicht gegeben. Sind wir uns einig? Okay, ich sehe es schon. Sozialwidriges Verhalten und gleichzeitig sanktionsbewehrt wäre allerdings zum Beispiel die Trunkenheitsfahrt eines Berufskraftfahrers mit der Folge, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird und damit der Arbeitsplatz verloren wird. Sie haben das dieses Beispiel eben erweitert auf den Kraftfahrer, der alkoholkrank ist. Ich möchte hier auch betonen, dass es also in der Tat zu differenzieren ist. Wobei ich also auch in dem Fall glaube, dass es besser wäre, zumindest bis die Krankheit überwunden ist, die Fahrerlaubnis zu entziehen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Es ist auch der Kraftfahrer, der nach einer Feier einfach betrunken ins Auto steigt oder in seinen LKW. Auch der handelt da schlichtweg fahrlässig in mehrfacher Hinsicht. Also tatsächlich kann die Ersatzpflicht, und da sind wir uns sicherlich auch einig, den Leistungsempfänger oder die Leistungsempfängerin wirklich empfindlich und hart treffen. Und oft wohl auch härter als die Sanktionen, insbesondere dann, wenn beides nebeneinander verhängt wird. Denn neben der Kürzung der Bezüge durch die Sanktionen müssen die Leistungen aufgrund der verhängten Ersatzpflicht zurückgezahlt werden. Unabhängig vom Fehlverhalten und wie man die Folgewirkung jetzt nennt, ist zu konstatieren, dass es sich immer um eine Kürzung existenzsichernder Leistungen handelt. Und für uns Grüne ist da die Haltung ganz klar, das lehnen wir ab. Gerade auch bei den Ersatzansprüchen wird es oft schwer sein, aus dieser Schuldenfalle wieder herauszukommen. Was nun Ihre Einlassungen zu psychischen Beeinträchtigungen und physischen Auseinandersetzungen angeht, so halte ich nichts davon, dies einseitig den Beschäftigten in den Jobcentern anzulasten. Hier agieren immer zwei Parteien, denen es sicher mit den vielen Anweisungen nicht leicht gemacht wird, aber mit Ihrem Antrag ändern Sie da gar nichts. Denn wir reden über ein bestehendes Gesetz, was nun den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit nach den fachlichen Anweisungen in den Jobcentern umgesetzt wird. Also der Zug, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, ist leider bereits abgefahren und Ihr Antrag ist nicht geeignet, hieran etwas zu ändern. Um das zu ändern, bräuchten wir neue Gesetzesinitiativen, die mit der aktuellen Bundesregierung leider nicht durchzusetzen sind. Bedauerlich. Mit mehr Grün in Land und Bund sehe ich da natürlich eine andere Chance. Ihren Antrag müssen wir leider ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP spricht jetzt Herr Kollege Alder. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Piraten gegen Sanktionen im Sozialgesetzbuch 2 ist eigentlich keine Schlagzeile mehr wert. Wir alle wissen, dass Sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen ohne Sanktionen eintreten und hier auch 4 Jahre für gekämpft haben. Also deswegen verstehe ich den Zusammenhang hierfür jetzt überhaupt nicht mehr. Auch wenn Sie vielleicht nach den Erfahrungen in Finnland etwas ernüchtert sein sollten zu diesen Vorstellungen. Denn das dort geplante Experiment zielt eben gerade nicht auf eine bequeme Sicherung des Lebensunterhalts auch für Arbeitsverweigerer, sondern vielmehr auf eine Beseitigung von Schwellen zur Arbeitsaufnahme.
Eine Pauschalierung und Zusammenfassung von Leistungen und eine Verzahnung von Steuer- und Transfersystemen sollen dazu führen, dass eigene Anstrengungen sich auch lohnen und nicht durch den Wegfall von diversen zu beantragenden Sozialleistungen das verfügbare Einkommen verringern. Das finnische Modell ist damit einem liberalen Bürgergeld näher als den Träumen der Piraten. Das liberale Bürgergeld will gerade über Freibeträge und Anrechnungssätze für eigenes Einkommen erreichen, dass die Aufnahme einer Beschäftigung sowie eigene Altersvorsorge attraktiver werden sollen. Vom selbstverdienten Geld soll so viel verbleiben, dass sich der Einsatz lohnt, Schritt für Schritt wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Eine sanktionsfreie Grundsicherung ist für uns hingegen nicht der richtige Weg. Wenn die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit abgelehnt wird und die Zusammenarbeit verweigert wird, dann muss das auch Konsequenzen haben. Wir erwarten eigene Anstrengungen, damit Menschen ihre Chancen ergreifen und so den Weg aus der Erwerbslosigkeit finden. Wir stehen zu dem Grundsatz, den Einstieg in den Arbeitsmarkt durch intensive Förderung zu unterstützen, aber eben auch die Mitwirkung der betroffenen Menschen einzufordern. Nun zum vorliegenden Antrag. Der scheint einiges zu vermischen. Da wird allgemein an Sanktionen geübt, Kritik an Sanktionen geübt und dann werden konkrete Beispiele, vor allen Dingen im ersten Abschnitt genannt, die gar nicht unter die Sanktionen fallen. Es geht vielmehr um die Anwendung von § 34 SGB II, also um die Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten. Das hat ja Kollege Kerkhoff auch gerade schon sehr sauber herausgearbeitet. Das betrifft Personen, die den Leistungsbezug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Beispiele sind eine Aufgabe des Arbeitsplatzes ohne wichtigen Grund sowie eine Verschwendung einmaliger Einnahmen wie Abfindungen oder Erbschaften. Ein Urteil des Bundessozialgerichtes vom 2.11.2012 hat den Ersatzanspruch auf nur sehr eng zu fassende Ausnahmefälle begrenzt. Das sollte man mal festhalten dabei. Es mag sein, dass Jobcenter versuchen, die rechtlichen Grenzen dieser Regelungen verstärkt auszureizen. Mag sogar eine Vorgabe von oben sein, aber letztendlich sitzen da auch Menschen. Auch die versuchen da ihre Grenzen zu setzen. Dazu sagen wir, ein Verhalten, das zulasten der Allgemeinheit eine Hilfebedürftigkeit bewusst erst eintreten lässt, kann aber auch nicht beliebig hingenommen werden. Eher zu diskutieren wäre über die Erweiterung der Regelung zu sozialwidrigem Verhalten durch das Gesetz zur SGB II Rechtsvereinfachung. Demnach ist auch die Aufrechterhaltung bzw. fehlende Verringerung der Hilfebedürftigkeit dazuzuzählen. In dem Zusammenhang wurde ja die Verpflichtung kritisiert, möglichst frühzeitig einen Rentenantrag stellen zu müssen. Darauf geht aber Ihr Antrag, liebe Piraten, überhaupt nicht ein. Ihr Antrag zielt also in die falsche Richtung, er ist handwerklich nicht gelungen und er wiederholt die Träume der Piraten von einer sanktionsfreien Grundsicherung. Ja, und zum Schluss noch eins, Herr Kollege Schulz, der von Ihnen gerade als blöder Spruch bezeichnete Satz vom Kollegen Kerkhoff, denken Sie auch an die, die das Geld verdienen müssen, den wollte ich hier noch mal eben wiederholen, den blöden Spruch. Ja, okay. Und damit werden wir den Antrag dann noch ablehnen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Alder. Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! In der Sozialpolitik klaffen Worte und Taten immer besonders weit auseinander. Mich erinnert das an das Buch 1984. Orwell beschreibt, wie man mit Zwiesprech und Zwiedenk, mit Sprache die Realität nach seinen Wünschen formt. Die tatsächlichen Gegebenheiten nimmt man einfach gar nicht zur Kenntnis. So ist das auch bei uns. Seit 2010 zieht die Ministerpräsidentin durch das Land und lässt keine Gelegenheit aus, zu verkünden, dass wir in NRW solidarisch leben und hier kein Kind zurückgelassen wird. So zuletzt am 2. Juni, als Frau Kraft in der Staatskanzlei mit Brigitte Mohn von der Bertelsmann Stiftung den Abschlussbericht des Modellprojektes Kein Kind zurücklassen, Kommunen in NRW beugen vor, vorstellte. Ich glaube, wir haben einen Kubikmeter Hochglanzpapier dazu bekommen. Und jetzt meldet dieselbe Stiftung, dass die Kinderarmut weiter gewachsen ist, und zwar auf Rekordhöhe, vor allem in NRW. So leben beispielsweise in Gelsenkirchen nahezu 40% der Kinder von Sozialhilfe. Wir machen sie zu Menschen dritter Klasse, ohne Zukunftschancen,
ohne Perspektiven. Hartz IV, das bedeutet für ein Schulkind 270 Euro im Monat. Ich frage Sie, wie soll das gehen? Überlegen Sie doch mal, was allein ein paar Schuhe, eine Jeans kostet und wie schnell die Kinder daraus gewachsen sind und wie schnell sie eine Kühlschrankfüllung verputzen. Wollen Sie diese Realität da nicht langsam mal zur Kenntnis nehmen? Arme Kinder werden zu armen Erwachsenen, die dann wieder arme Kinder bekommen. In unserem Land ist das besonders ausweglos. Wir sehen seit Jahren eine offenkundige Spirale der Armut. Die Landesregierung wie auch die Bundesregierung weiß das sehr wohl. Sie versucht uns und ich fürchte auch sich selbst mit Realitätsverweigerung und Orwellschem Zwiesprech darüber hinwegzutäuschen. Und was fällt jetzt der GroKo zu dieser unstrittigen Diagnose ein? Vom gleichen Gift immer noch mehr. Jetzt sollen es also mal wieder Sanktionsverschärfungen richten. Glauben Sie, dass dadurch ein einziger Mensch in Lohn und Brot gebracht werden wird? Ich bitte Sie, wovon träumen Sie nachts? Was machen denn Sanktionen bis unter das Existenzminimum mit den Menschen? Wie sieht es denn da mit der Menschenwürde aus? Und zum Kindergeld. Niedrigverdiener sollen also jetzt ganze 2 Euro mehr Kindergeld bekommen, während Gutverdiener mehr als 100 Euro Steuerfreibeträge dazu bekommen. Für Hartz-IV-Bezieher werden selbst diese 2 Euro natürlich sofort wieder verrechnet. Für die bleibt nichts. Wie wirkt denn das auf die Betroffenen? Das ist doch an Verachtung kaum noch zu überbieten. Nehmen Sie sich bitte mal ein Beispiel an Frau Landtagspräsidentin Gödecke. Sie hat Courage bewiesen. Sie hat in einem Interview die Fehler der Schulpolitik mit dem G8 angeprangert. Sie hat endlich mal die Dinge bei ihrem wahren Namen genannt. Sie sagte, wir Erwachsene versündigen uns an euch. Und recht hat sie. Wir versündigen uns an den Schulkindern. Wir lassen sie in Schulgebäuden sitzen, in die es reinregnet und wo die Fenster rausfallen. Wenn das Bankensystem in Schieflage gerät, nehmen wir Millionen und Milliarden in die Hand. Und wenn das Bildungssystem in Schieflage gerät, stehen wir an der Seitenlinie und schauen zu. Und genauso versündigen wir uns auch an den 500.000 Kindern und ihren Eltern, die in NRW in Armut leben, ohne reelle Chance. Ich verstehe, dass das alles unangenehm zu hören ist, aber vielleicht müssen wir das jetzt mal zu Ende hören. Wir brauchen menschenwürdige Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Vielen Dank, wir brauchen ein sanktionsfreies Teilhabe- und Existenzminimum. So, ich mache das ja nicht häufig, aber man muss schon die Regeln auch einhalten. Das ist mir ja auch häufig genug gesagt worden. Für die Landesregierung, Herr Minister Schmelzer. Kein Wunschkonzert hier, lieber Kollege. Frau Präsidentin, genau. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Argumentation gerade gehört habe von den Kollegen aus SPD, Grüne, CDU und FDP, die sich mit den Inhalten dieses Antrags der Piraten auseinandergesetzt haben, bin ich dabei, zu 99% zuzustimmen. Die Erwiderungen auf diesen Antrag waren alle durch die Bank richtig. Bereits in der Debatte zum 9. Änderungsgesetz des SGB II Anfang Juli wurde auch das Thema Sanktionen angesprochen. Damals habe ich bedauert, dass es zu keinen Änderungen bei den Sanktionsvorschriften gekommen ist. Und dabei hatte ich betont, dass die Landesregierung im Gesetzgebungsverfahren stets eine Reform der Sanktionen im SGB II über den Bund angemahnt hat und, das darf ich Ihnen versichern, auch in Zukunft anmahnen wird. Ziel der Landesregierung ist und bleibt das grundgesetzlich geschützte Existenzminimum auch im Sanktionsfall zu gewährleisten. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser Debatte kann man nicht wie in diesem Antrag von Sanktionsverschärfungen sprechen, denn die Sanktionen wurden gerade nicht durch das 9. Änderungsgesetz zum SGB II geändert, sodass es weder zu Lockerungen noch zu Verschärfungen kommen kann. Die kürzlich veröffentlichten sogenannten fachlichen Hinweise der Bundesagentur für Arbeit, auf die Sie sich beziehen, Herr Sommer, sind nicht neu. Sie sind eine gesetzliche Klarstellung. Sie wurden aktualisiert und es wurden Regelungsbeispiele ergänzt. Der Kollege Kerkhoff hat bereits darauf hingewiesen. Auf eines dieser Regelungsbeispiele beziehen Sie sich, Ersatzansprüche gegenüber Müttern, die den Vater des Kindes nicht nennen. Die Beispiele sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter bei ihrer Arbeit unterstützen, das Verwaltungshandeln vereinfachen und beispielhaft deutlich machen,
was der Gesetzgeber mit abstrakten Rechtsbegriffen meint. Der Paragraph 34 SGB II, um den es in diesem Zusammenhang geht, wurde inhaltlich nicht geändert, sondern es gab nur eine Klarstellung. Die BSG-Rechtsprechung, darauf wurde hier schon hingewiesen, hatte den Wortlaut der Norm sehr eng ausgelegt. Eine derartige enge Auslegung war aber seitens des Gesetzgebers nie vorgesehen, zumal auch in § 34 SGB II weiterhin der Satz zu finden ist, dass von einem Ersatzanspruch abzusehen ist, wenn er eine besondere Härte bedeuten würde. Meine Damen und Herren, in den fachlichen Hinweisen heißt es konkret zu dem Beispiel, Herr Sommer, was Sie in Ihrem Antrag angesprochen haben, ich zitiere, die Weigerung einer Mutter, eines nicht-ehelichen Kindes, den Vater zu benennen, kann im Einzelfall sozialwidrig sein. Hierbei ist eine Abwägung der Interessen der Mutter und des Kindes einerseits und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler andererseits vorzunehmen. Es ist nicht sozialwidrig, den Vater nicht zu nennen, wenn mit Gefahr für das Leben der Mutter oder des Kindes zu rechnen ist. Zitat Ende. Es geht also immer um den konkreten Einzelfall und ein Abwägen der Interessen. Eine Namensnennung des Vaters für die Mutter ist unzumutbar, wenn dadurch Gefahren für das Leben des Kindes, aber auch der Mutter ausgehen könnten. Es geht außerdem darum, dass Väter ihren Unterhaltsverpflichtungen nachkommen sollen und nicht der Steuerzahler für sie einspringen muss. Das Geld, das hier ausgegeben wird, wird in unserem Sozialsystem an anderen Stellen dringend gebraucht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch einen weiteren, aus meiner Sicht sehr ernsten Punkt ansprechen, insbesondere was die Wortwahl des Antrags angeht. Sie sprechen von Sanktionen, die für, ich zitiere, Druck- und Konfliktsituationen, teilweise für körperliche Auseinandersetzungen im Jobcenter sorgen. Und sie steigern sich noch, auch hier zitiere ich, diese Situation noch weiter anzuheizen, ist nicht nur fahrlässig, sondern ein vorsätzliches Inkaufnehmen von weiteren Auseinandersetzungen, die bis zu Amokläufen führen können. Ich halte diese Wortwahl, Herr Kollege Sommer, für wenig gelungen und kontraproduktiv. Ich hoffe, dass diese Worte den falschen Leuten nicht genau dafür eine Rechtfertigung bieten, was sie eigentlich verhindern wollen. Als Politiker haben wir sowohl eine Verantwortung für Leistungsberechtigte, die durch eigene Kraft ihr Existenzminimum nicht sicherstellen können, aber wir haben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern eine Verantwortung, die jeden Tag schwierige Aufgaben bewältigen müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Schmelzer. Und für die Piraten mit 34 Sekunden, Herr Kollege Sommer. Geht ganz schnell. Ich möchte nur auf eine kleine Sache eingehen. Kollege Kerkhoff, da. Sie haben ja an einem Punkt völlig recht. Wir wissen gar nicht, wie es aussieht, wenn wir mal einen Landkreis hätten, wo es keine Sanktionen gäbe. Und da freue ich mich, dass Sie extra darauf hingewiesen haben. Wir erarbeiten jetzt mal einen Antrag, dass wir sowas mal machen als Probezeit und gucken mal dann, wie hinterher die entsprechenden Ergebnisse aussehen. Ob es in einem Landkreis oder in einem Kreis ohne Sanktionen nach ein paar Jahren vielleicht besser aussieht oder anders aussieht. Ich freue mich darauf, dass Sie dann zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Es ging in der Tat innerhalb der 34 Sekunden. Jetzt liegen aber keine weiteren Redewünsche vor. Deshalb schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 8 und wir kommen zur Abstimmung. Sie wissen, dass die antragstellende Fraktion der Piraten direkte Abstimmung beantragt hat. Wer also dem Inhalt des Antrages mit der Drucksachennummer 12.838 zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stüttgen. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.